Hallo. Thema heute ist, wie kann man eigentlich seinen Squat assessen? Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden, um sich seinen Squat anzuschauen. Ich werde heute eine ganz einfache Methode erklären, mit der ihr einfach mal generell schauen könnt, ob euer Squat gut ist oder nicht. Heißt Squat Therapy. Was ich im Prinzip mache, ist, ich stelle mich vor eine Wand, nehme meine Hände zur Seite nach oben, ein Ball liegt hinter mir und ich mache einfach mal in der Position eine Kniebeuge. Unten gehen, hinten setzen. Einmal mache ich das Ganze noch. Also, Punkte, die generell bei der Kniebeuge wichtig sind, ist, dass das Gewicht am ganzen Fuß bleibt, also wirklich den ganzen Fuß belasten, dass meine Knie in Richtung meiner Zehenspitzen zeigen, dass ich tief genug nach unten gehe, also dass meine Hüftbeuge unter meiner Kniescheibe ist und dass mein unterer Rücken, bzw. mein gesamter Rücken, meine Wirbelsäule in der neutralen Position bleiben. Jetzt gibt es ein paar Probleme, die man häufig sieht. Dadurch, dass die meisten Menschen sehr viel sitzen, passiert es oft, dass sie Probleme haben, tief genug runterzugehen, ohne ihre Rückenposition beibehalten zu können. Das liegt oft daran, dass die Hüftkapsel recht eng und, wie sagen, tight ist. Ein weiteres Problem, dem wir oft begegnen, ist, dass die Leute nicht genug Außenrotation erzeugen können. Das ist, dass die Knie nach innen kommen, wenn sie ihre Kniebeuge machen. Sieht man auch daran, dass das Gewicht von der Außenkante des Schuhs ein bisschen auf die Innenkante wandert und dass der natürliche Fußbogen ein bisschen verschwindet. Und was wir beim nächsten Mal machen, wir werden besprechen, wie man mit ein paar einfachen Methoden, mit ein paar einfachen Mobility Drills diese Hauptprobleme beheben kann. Check!